5 Kämpfe, 5 Siege. Er ist 6 Jahre jünger als sein Gegner. Und außerdem 7 cm größer. Das sind auch 7 cm Reichweitenvorteil. Nosso Pedro kämpft von Ruthless MMA in Holland. ABW aus dem 360 Martial Arts Gym aus der Schweiz. Den Rest erzählt jetzt Marc Bergmann. The next fight is the NFC Series Welterweight final matchup and our co-main event of the evening. The fighter in the blue corner is 27 years young. He stands 1.77 meters tall and weighed in at 77.08 kilograms. His record, 5 fights, 5 victories, representing Ruthless MMA from the Netherlands. Chiquina Nosso Pedro! And his opponent in the red corner is 21 years young. He stands 1.84 meters tall and weighed in at 77.24 kilograms. His record, 5 fights, 5 victories, representing 360 martial arts from Switzerland, Maurice Habibi! Hello guys, you know the rules. Stay within all time. Fight hard, fight fair, and always for win. If you want to touch gloves, do that. Good luck in your fight. Ja, der Touch Gloves ist optional. Was keine Option ist, ist jetzt einen Rückzieher zu machen. Beide haben sich hier qualifiziert für dieses Finale. Chiquina Nosso Pedro kam zu der Series so ein bisschen wie Jungfrau zum Kinde, kurzfristig eingesprungen. Oh, eingesprungenes Knie hier auch von Maurice Habibi. Und ich glaube, das könnte ein Fehler sein, denn damit hat Chiquina Nosso Pedro die Chance, die Distanz zu überbrücken, den Clinch zu suchen. Den hat er jetzt hier, hat den Rücken von Habibi. Das ist es, was er braucht. Er muss versuchen, diesen Kampf hier schnellstmöglich auf die Matte zu verlagern. Aber gute Takedown-Defense von Habibi. Ja, Habibi hat sich sofort zurückgedreht, hat da auch den Underhook nochmal bekommen. Hat es sogar geschafft, den Takedown zu bekommen. Also, dieser Junge ist ein Teufelskerl. Egal, was man von ihm hält, egal, ob man die Art feiert. Oh, Armbar versucht, der sieht eng aus. Kann da Habibi nochmal übersteigen? Es wirkt so, als hätte Habibi die Gefahr erstmal gebannt, als würde der Winkel nicht stimmen, um das Ellbogengelenk zu überstrecken. Genau, er ist raus hier, aber das zeigt, wie gefährlich dieser Bergmann ist. Oh! Aber er rollt sich jetzt selbst in diesen Calf-Slicer hinein. Ja, da sieht man das. Er hat ja gesagt, ich bin ein Grappler. Jetzt versucht er das hier zu beweisen. Oh! Submission war das bitte. Calf Slicer Submission eingedreht aus einer eigentlich schlechten Situation. Und man kann hier diesen Jungen feiern oder hassen, aber respektieren als Kämpfer und diese Leistung anerkennen, das muss man. Dieser Typ wird ein ganz großer. Das wird mal ein ganz großer. Ich sag's dir, wie es ist. Der ist schon ein ganz großer. Das hier so abzureißen, in der Manier, gegen diesen Gegner. Und wir haben gesehen, was dieser Gegner zu leisten imstande ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir schauen hier nochmal rein. Dreht sich da ein. Eingang in den Calf Slicer. Erst verteidigt hier Nosso Pedro noch. Aber hinten raus kriegt er da noch sein eigenes Bein rein. Und dann wird abgekloppt. Feiert hier einmal mit seinem Team vollkommen zurecht. Und so einen Kämpfer so zu bekommen, am Anfang voll auf Risiko zu gehen, mit dem Flying Knee in eine schlechte Situation zu kommen, da sofort wieder sich rauszuarbeiten. Dieser Mann hat was. Dieser It-Faktor. Wir machen es offiziell. Winner of the fight. A
after 1 minute and 5 seconds of the very first round due to a calf slicer submission. He is the NFC Series welterweight champion from the red corner, Maurice Abebe! Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Submission-Künstler submitted. War das der Plan? Ja, Bruder, ich hab viele Pläne. Max! 11 G's, baby! Let's go, man! Also, Mann, ich bin einfach hier, Mann, Alter. Vor einem halben Jahr habe ich mir gedacht, Alter, ich kann es schaffen. Ich muss hart trainieren. Und ich habe mein Leben gefixt, mein eigenes Leben. Alter, ich habe so viel gegeben, so viel geopfert, so viel geblutet. Und jetzt bin ich hier, Alter, auf den nächsten Schritt zur UFC, Alter. Was geht denn in Düsseldorf, Mann? Danke, dass ihr alle hier seid. Lass uns, ich weiß, du bist sehr emotional, du willst feiern, lass uns trotzdem noch kurz über den Kampf sprechen. Es gab, du hast eröffnet im Jorge Masvidal-Style mit einem eingesprungenen Knie. Das Ding ging daneben, er hat sich den Rücken gesichert und es ging relativ schnell auf den Boden. Und er hatte deinen Arm. Sah sehr, sehr eng aus, sah sehr, sehr gefährlich aus. Ich habe mich gerade mit Pedro selbst unterhalten, der sagt, his arm popped, also dein Arm hat geknackt. Wie geht's deinem Arm und wie eng war das Ding? Ja, mein Arm geht's ein bisschen scheiße jetzt. Ich hab's auch gehört, also es hat nicht so weh getan, aber als ich gehört, da war ich so, okay. Aber, ja, Mann, wahrscheinlich hat sein Knie auch geschmerzt und jetzt hab ich fucking gewonnen, Alter. Ich will Danke sagen an mein Team. Ey, ich bin überglücklich, Mann. Ey, ich will Danke sagen an Team Benny, danke, dass ich Pass mache. Jonas, danke, dass du mich Slabe gekriegt hast. Wo ich reingekommen bin, kaputt ziehen, dass ich mich immer noch will. Sparring mit mir machen, Gregi, du weißt. 360, Leboy, Mann, danke alle, die gekommen sind. Dankeschön. 360, zeigen euch mal. Du hast es gerade gesagt, es war der nächste wichtige Schritt in deiner Karriere. Und ich habe es gerade zu Christian Mach gesagt, der ja auch die NFC Series im Leichtgewicht gewonnen hat. Ich sage, dieser Gürtel ist natürlich das Ende der Series, aber es ist ein Anfang für euch als Kämpfer. Was ist der nächste Schritt in deiner Karriere? Ja, der nächste Schritt ist natürlich, den Titel zu verteidigen. 2022 könnt ihr euch was krasses freuen. Das nächste Level, Maurice 2.0. Jetzt habe ich einen Kampfleister gemacht. Nächstes Mal kommt was Krasseres. Das glaube ich ungesehen. Großen Applaus an den Sieger, der NFC-CEO. Er hat noch was zu sagen. Ich wollte euch etwas Kurzes sagen. In dieser harten Zeit, eigentlich, normalerweise bin ich voll ein cooler Typ, aber meine Gegner mag ich nicht so. Und ich probiere immer, gut zu den Leuten zu sein. Und in dieser harten Zeit sollten wir uns nicht hassen, sollten wir zusammen sein und untereinander probieren zu verstehen und nicht irgendeiner bekriegen. Und ja, Mann, das wollte ich kurz sagen. Großen Applaus für Maurice Abebe!